grandioses Wetter in Spanien, genauer gesagt in San Pedro del Pinatar. Heute lacht die Sonne, es sind knapp 20 Grad und neben mir am Pool, nicht im Pool, Tobias Müller. Tobi, erstmal hallo. Hallo. Tobi, du hast ja nicht so einen besonders guten Zeitpunkt ausgesucht. Du bist angeschlagen, deshalb die erste Frage, wie geht's? Ja, ich bin im Moment auf dem Weg der Besserung. Ich schaue jetzt von Tag zu Tag, dass es einfach besser wird und wie schon gesagt, das ist mega ärgerlich jetzt der Zeitpunkt einfach, aber ich habe es mir nicht ausgesucht und versuche jetzt das Beste draus zu machen und schnell wieder fit zu werden. Weil quasi wie auf der Wiederholungstaste, du warst ja auch schon zu Beginn der Vorbereitung in der Sommerpause angeschlagen, verletzt. Ja, wobei man da glaube ich noch ein bisschen differenzieren muss, die Verletzung war auf jeden Fall schlimmer gewesen, das ist jetzt einfach nur eine Blessur. Und muss das jetzt einfach in den nächsten Tagen in den Griff bekommen und dann bin ich wieder auf dem Platz. Denkst du manchmal zurück, vor 2 Jahren, Trainingslager, Türkei, Lara, da ging dein Stern auf. Dann kamst du in der zweiten Bundesliga zu deinen Einsätzen, hast ja mitgeholfen, dass die Mannschaft damals den Klassenerhalt geschafft hat. Denkst du da jetzt im Trainingslager mal zurück? Nee, ich glaube, da habe ich mir vielleicht vor einem Jahr mal drüber Gedanken gemacht oder so, aber das ist jetzt ein absolut neues Kapitel, eine neue Mannschaft, neue Liga. Und da muss man sich neu beweisen und das hatte ich mir jetzt auch für dieses Trainingslager vorgenommen und hoffe, dass ich jetzt einfach nochmal auf den Platz komme und zeigen kann, was ich drauf habe. Wie siehst du denn bislang die Serie, die Hinrunde hauptsächlich für dich? Die lief wechselhaft. Wechselhaft beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir sicherlich vor der Saison mehr erwartet, mehr vorgenommen, wurde dann ein bisschen ausgebremst durch die Verletzung. Habe mir jetzt wieder für die Rückrunde mehr vorgenommen. Sicherlich lief für die Mannschaft und für das ganze Team die Vorrunde sehr, sehr gut. Kann man, glaube ich, so sagen, dass man das sofort unterschrieben hätte, so wie wir jetzt dastehen. Und das ist eine gute Ausgangsposition für die Rückrunde und da wollen wir jetzt weiter zusammen anknüpfen. Das kann ich mir gut vorstellen. Ralf Minge hat dich gelobt vor dem Start der Wintervorbereitung, hat gesagt, dadurch, dass Matthias Fetsch jetzt verletzt ist, setzen wir unter anderem auch auf Tobias Müller. Worte, die gut tun. Auf jeden Fall. Das ist natürlich wichtig für einen Spieler, der vielleicht nicht so zum Zug gekommen ist in der Hinserie, dass man immer noch spürt, dass man ein gewisses Vertrauen genießt. Und ich bin auch ein Spieler, der das vielleicht ein bisschen braucht in der jetzigen Situation. Und ich möchte das Vertrauen auf jeden Fall zurückzahlen. Ganz klar, was hast du dir für die Rückrunde, für die Restrückrunde vorgenommen direkt? Ja, einfach wieder auf dem Platz zu stehen. Ich meine, ich habe jetzt, glaube ich, in der Hinrunde 4 Einsätze gehabt. Das entspricht nicht meinen Erwartungen und ich möchte einfach wieder auf dem Platz stehen, Gas geben, für die Mannschaft auch alles rausholen und ich glaube, dann kann ich auch wertvoll für die Mannschaft sein. Denn das nächste halbe Jahr wird ja entscheidend. Dein Vertrag läuft aus bei der SGD. Das stimmt auch wiederum. Habe mir jetzt noch keine Gedanken gemacht in Richtung Zukunft. Es ist, glaube ich, einfach wichtig, jetzt wieder auf den Platz zu kommen, zu spielen. Das ist das, was im Vordergrund steht und das andere, das kann man später alles noch regeln und besprechen. Mhm. Gab es im Herbst mal so Überlegungen zu sagen, naja, wenn es hier jetzt überhaupt nicht läuft, dann wechsle ich vielleicht schon im Winter den Verein? Muss ich auch ehrlich sein, sicher macht man sich da seine Gedanken, aber ich habe auch immer gesagt, dass ich mich bis zur Wintervorbereitung hier bei Dynamo erstmal durchbeißen will und jetzt eigentlich voll durchstarten möchte und dann in der Rückrunde der Mannschaft noch helfen möchte. Ganz klar. Was muss sich persönlich oder vielleicht überhaupt ändern, dass du sagst, okay, dann komme ich wieder mehr zum Einsatz? Ja, sicher ist jetzt erstmal eine volle Vorbereitung wäre das Optimum, dass ich wieder körperlich auf einem guten Level bin und dass ich dann wieder vorne auf meiner Position oder auf meine Position im Sturm zum Einsatz komme. Sicher liegt mir das dann am besten und ich denke dann, das sind gute Vorzeichen dafür, dass es wieder gut werden kann. Tobi, du bist ein schlaues Kerlchen, du hast vor 2 Jahren dein Abi hingelegt. Was passiert neben dem Fußball? Ich denke mal, du bist so intelligent zu sagen, ich muss mir noch ein zweites Standbein aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte mir das eigentlich schon letztes Jahr vorgenommen, habe das vielleicht ein bisschen schleifen lassen. Habe mir das jetzt spätestens für den Sommer vorgenommen, dass ich mir vielleicht ein Fernstudium nebenbei aufbaue. Tut mir sicherlich auch gut, so für den Kopf einen Ausgleich. Und werde das jetzt im Sommer hoffentlich in Angriff nehmen, wenn meine Zukunft dann geklärt ist. Wir würden uns sehr freuen, wenn wir wieder Tore von Tobias Müller in der Rückrunde bejubeln könnten. Das wäre einfach toll. Danke dir, Tobi. Danke, danke.